Es ist wieder einmal ein Monat rum und wir schauen in diesem Video gemeinsam darauf, was sich alles in meinem Depot geändert und wie es performt hat. Es konnten vor allem die deutschen Werte im Depot besonders an Wert zulegen, doch dazu später mehr. Viel Spaß mit dem Video! Nachdem das Depot im März 2023 um solide 2% auf 17.516 Euro angestiegen ist, sieht das Ganze für den April wie folgt aus. Die Rendite für den abgelaufenen Monat betrug minus 0,3% und ich stehe insgesamt bei 17.856 Euro. Somit konnte das Depot zwar an Wert zulegen, und zwar um 340 Euro, aber dennoch eine negative Rendite vorweisen. Meiner Meinung nach ist das eine Performance, die okay ist. Nichts Halbes und nicht Ganzes irgendwie. Zur aktuellen Lage. Die Earnings Season für die ersten drei Monate des Jahres 2023 hat begonnen und wir hatten bereits sehr spannende Berichte von zahlreichen Unternehmen. Hier habe ich einmal markiert, welche Unternehmen aus meinem Depot Quartalszahlen geliefert haben. Falls dich das interessiert, findest du in der Infokarte auch einige Videos zu Quartalszahlen wie Tesla, LVMH und Microsoft. Weiterhin gilt, der Fear and Greed Index liegt momentan bei Neutral. Außerdem hat die US-Notenbank diese Woche den Leitzins um weitere 25 Basispunkte angehoben. Wenn wir nun auf mein Depot blicken, kann gesagt werden, dass im ETF-Bereich wieder 70 Euro in den MSCI World und 30 Euro in den MSCI Emerging Markets gewandert sind. In Summe ist der Gesamtwert der ETFs bei 4.978 Euro, was ein Plus von 73 Euro entspricht. Ich habe also zum Ende des Monats ein Minus gemacht. Das Aktiendepot bzw. die Top-10-Position sehen wie folgt aus. Hier haben sich vor allem Allianz und SAP wieder nach vorne gekämpft und sind demnach weiter oben vertreten. Das Aktiendepot hatte zum 30.04.2023 einen Gesamtwert von 10.415 Euro und hat damit ein Plus von 189 Euro erzielt. Alle weiteren Positionen des Depots siehst du hier einmal eingeblendet. Dazu gehören unter anderem Tesla, Airbnb, Stryker, BlackRock und Realty Income. Kommen wir nun aber noch zu den zwei Zugpferden in diesem Monat. Auf der einen Seite haben wir Allianz und auf der anderen Seite SAP. Wie wir eben gesehen haben, ist Allianz meine viertgrößte Position im Depot. Der Kurs konnte im April einen ordentlichen Schub nach oben hinlegen und um unglaublich starke 6,88% zulegen. Außerdem fand am 4. Mai die Hauptversammlung statt, in der eine Dividende von 11,40 Euro pro Aktie beschlossen wurde. Also ganz ehrlich, darauf freue ich mich besonders. Die zweite Aktie und auch zweite deutsche Aktie, die im April ordentlich zugelegt hat, war, wie eben erwähnt, SAP. Hier hat man am 21. April erste Ergebnisse für Q1 2023 veröffentlicht. Man konnte vor allem in der Topline überzeugen. Herausgestochen haben hier vor allem die S4 HANA Cloud-Erlöse mit einem Plus von 77%. Der Markt hat die Zahlen besonders positiv aufgenommen und auch hier haben wir einen Anstieg von 5,86% gesehen. Also wie der Titel des Videos verrät, haben die deutschen Aktien die Fahne oben gehalten und sind auf Kurs. Kommen wir aber nun noch zu den Sparplankäufen. Ich habe 20 Euro in Alphabet, 10 Euro in BlackRock, 10 Euro in Canadian National Railway, 10 Euro in Medical Properties Trust, 10 Euro in Puma und 20 Euro in Realty Income investiert. Zusätzlich dazu habe ich einen Nachkauf bei PayPal getätigt. Hier habe ich drei Aktien zu einem Kurs von 68,39 Euro gekauft. Wieso ich das Ganze gemacht habe, kannst du sehr gerne in einem kurzen Video sehen, das ich hier einmal verlinke. In Summe habe ich meinen Bestand fast verdoppelt, sodass sich mittlerweile 7,03 PayPal-Aktien in meinem Besitz befinden. Kommen wir nun noch zu den Kryptowährungen. Hier habe ich Bitcoin und Ethereum, die beide jeweils die Hälfte des Depots ausmachen. Der Gesamtwert hier liegt bei 1.352 Euro und konnte im April um 61 Euro steigen. Der besonders interessante Teil für den April kommt jetzt, und zwar die Dividenden. Hier konnte ich wieder im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich mehr erhalten. Ich habe von 6 unterschiedlichen Unternehmen eine Ausschüttung bekommen. 39 Cent von Canadian National Railway, 2,80 Euro von JD.com, 6,02 Euro von LVMH. Hier schmerzt immer die französische Quellensteuer besonders. Weiterhin noch 3,76 Euro von Medical Properties Trust, 33 Cent von Realty Income, dem monatlichen Dividendenzahler, und 93 Cent von Stryker. In Summe waren es 14,23 Euro. Und wie man hier sehen kann, war letztes Jahr der Mai der stärkste Dividendenmonat. Deshalb freue ich mich bei den Dividenden besonders auf den nächsten Monat. Genauso spannend wie die Dividenden waren auch die Zinsen, die ich erhalten habe. Hier habe ich allein von Trade Republic 10,71 Euro bekommen und zusätzlich dazu 2,48 Euro an P2P-Zinsen. In Summe also 13,19 Euro an Zinsen für den Monat April. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, was für Zinsen du erhalten hast, ob du Zinsen bekommen hast oder auch was für Dividenden du im Monat April erhalten hast. So, und damit bleibt mir nur noch zu sagen, falls dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like dafür da. Wenn du außerdem noch sehen möchtest, was für eine Gelddruckmaschine Microsoft ist, dann klick gerne auf das angezeigte Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.